Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Willkommen zur dritten Folge von Gears Tactics. Wir haben letztes Kapitel 1, 2 abgeschlossen und sind wieder im Hauptquartier und da schauen wir jetzt nochmal unsere Belohnung an und rüsten unsere neuen Soldaten aus, würde ich sagen. Also, Kisten beanspruchen. Was haben wir denn da Schönes? Erstmal die Weißen. Kommt dann ja hier vor wie Pay to Win, ja? Nein, nee. Man kann, soweit ich weiß, gar nichts kaufen für echt Geld. Also, das ist schon mal gut. Passive Fähigkeit, unauffindbar. Gegner verursachen mit Feuerschutz minus 30% weniger Schaden gegen diese Einheit. Okay. Dann die nächste. Unterbrechen Schüsse, die Einheit schleudern das Ziel zurück. Okay. Munition plus 1. Und die blaue Kiste ergibt Stecher. Wenn diese Einheit die Schussfähigkeit einsetzt, erhöht sie eine Chance in Höhe von 10% erneut das Feuer auf dasselbe Ziel zu eröffnen. Dies ist aber nur möglich, wenn genug Munition in der Waffe ist. Okay, cool. Na, dann gehen wir mal in die Kaserne. So, erst einmal hier die beiden Helme. Das Verbergen eines Helms führt nicht zum Deaktivieren seiner Boni. Ich habe nur keinen Helm. Schade. Oh, gucken wir mal. Jo. Halt, die Waffenfarben kann man natürlich auch gleich ändern. Was gibt man ihm denn? Ja, so schönes Grün ist cool. Muster. Ach, Muster gibt's auch. Bringt zwar jetzt im Kampf nichts, aber sieht gut aus. So. Splittergranate oder Stimgranate? Ne, ich bleib mal bei Splittergranate. Okay. Halt, ich war bei ihm noch. Oh, eine neue Rüstung. Ausweichen 10% und Lebenspunkte. Dann kriegst du das hier. Da gehen wir gerade von den folgenden Einheiten ausgerüstet. Gegenstände von der. Achso, ne, dann nicht. Das wäre noch übrig. Na dann. Gut. Was hat sie so? Größeren Lauf. Genau, ich kann nur dann. So, du. Diese eine Schussfähigkeit einsetzen. Achso, das war diese passive Fähigkeit, verstehe. So, und hier. Aber mehr Munition, das ist natürlich auch gut. So, und hier haben wir noch Fähigkeitspunkte. Die Frage ist. Ja, genau da. So, mal gucken hier. Explosionsschuss. Wenn der abgegebene Schuss das Ziel tötet, explodiert dieser und verursacht 300 Schaden in 4 Minuten, 4 Metern Umkreis. Das ist gut. Mehr Schaden ist immer gut. Heilungsanker. Wachsamkeit. Alles klar. Oh. Und du? Ah, oh, ganz schön viele Skills, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Alles klar, das auf jeden Fall. Verbündete im Umkreis von 8 Metern erhalten die Fähigkeit Blutsauger. Dadurch werden sie 75% Schadensgehalt. Alles klar. Und die anderen haben wir keine, oder? Nee. Ja, sie ist noch kein Level gestiegen. Okay. Dann bin ich soweit in der Kaserne fertig. Dann geht's zur Mission. Akt 1, Kapitel 3, Rettungsmission. Töte mindestens 5 Gegner mit gerettetem Gears.
Okay. Dann. Let's go. Nun kannst du Einheiten auswählen, die Mission ausführen sollen. Auf dieser Mission können nur zwei Einheiten ausgesandt werden. Um Einheiten auszutauschen, wähle Entferner. Alles klar. Okay. Dann hätte ich gern Tyrone Shepard. Den finde ich cool. So, du hast Splittergranate. Nö, ist alles okay. Na dann, Kapitel 1, Akt 1, Kapitel 3, Gerechtigkeit. Let's do it. Wir haben eine Spur der Gefangenen, die sich die Maden geschnappt haben. Diese kranken Bastarde verarbeiten die Gears wohl in Folterkapseln. Wir müssen schnell sein. Sobald wir bemerkt werden, zählt jede Sekunde. Okay, eine Zeitmission. Die Uhr tickt, also sind es nur wir zwei. Ein volles Team verlangsamt uns nur. Befreien wir die Gefangenen. Mhm. Wir erstmal links an. Leute! Auf dem Weg. Gehen wir mal dahin. Halte Ausschau. Sie reiten vor! Grenadier wird gefährlich, wenn er verletzt ist. Greift vor dann, wenn du ihm zu nahe kommst. Achtung! Grenadier im Anmarsch! Haltet ihn auf Abstand! Der Nasher bedeutet Ärger! Zeit zu gehen! 61%. Aufgepasst! Wenn Grenadiere wütend werden, scheinen sie keinen Schmerz zu spüren. Warte, was? Waffenexperte meldet sich. Weg mit dem. Boah, ey. Verfehlt! Das ist ein Scherz, oder? Mann auf dem Vormarsch! Boah. Sergeant Diaz ist getroffen! Ist das dein Ernst, ey? Machen wir ernst! Das ist ja übel. Hey! Verstanden. In Richtung. Blute, Made! Oh, wow. Außer Betrieb. Genau, ist gleich weg. Laufe, Granate! Jetzt ist die Welt ein kleines bisschen weniger. Hier. Mir geht's schon viel besser. Okay. Los geht's! Wird auch langsam Zeit. Kommen wir wieder den nächsten, ja, eine Folterkapsel. Kann ich eigentlich überall werden heute keine Gier sprechen. Das verspreche ich dir. Guck mal, irgendwo eine Kiste sehen. Da ist einer. Halt. Mal dahin. Bleibe in Alarmbereitschaft. Du gehst mal dahin. Achtung! Loki ist voraus! Mada hat mich verfehlt! Das ist schlecht. Vorwärts! Das ist jetzt richtig Zeit, schlecht. Zeit, ein paar Maden zu schreddern.
Das ist ja mal richtig kacke. Wie komme ich mit ihm jetzt da raus? Ah, durch die Sim-Granate. Das ist jetzt richtig scheiße. Aha. Ausgelöscht. Er hätte jetzt noch... Ich muss in Deckung mit ihm gehen. Geh mal dahin. Du bist immer noch dabei, die Kiste zu holen. Experte auf Standby. Zu Befehl. Könnte was Gutes sein. So, und du versuchst jetzt mal von hinten zu kommen. Warum muss jetzt mal dahin? Alle Mann, aufgepasst! Vergiss den Killtimer nicht. Wir müssen sie alle schnell retten. Was? 10 Züge bleiben mir noch. Das ist ganz schön hart. Ja, ey, sowas immer sehe, gell? Ein Millimeter. Eliminiert. Gute Aktion. Wird auch langsam Zeit. Oh, da ist auch eine Kiste. Willkommen zurück, Soldat. Jetzt nimm eine Waffe. Wir haben noch einen Kampf vor uns. Da bin ich auf die andere Seite. Cooper drin, genau. Die andere ist da. Das heißt, du kannst schon mal hier in Deckung gehen. Geht klar. Zweite Kapsel in Reichweite. Rettung beginnt. Was bist denn du für einer? Das eine ist im Granate. Dabei kommst du nicht. Hallo? Mal ein Punkt. Okay. Vor! Ach, natürlich. Das hat sie aufgehetzt. Feinde im Anmarsch! Echt uncool. Bringen wir es hinter uns. Ausrüstung gesichert. Meine Fresse. Drücke aus. Bin dran. Ja, ist jetzt richtig am Arsch hier. Auch so richtig. Treffen. Also von ihnen kann ich mich jetzt echt verabschieden. Ich kann das eigentlich. Ich hab's gesehen. Meine Fresse. Der ist tot. Made erledigt. Mach hier den Kriecher! Wiederbeleben! Zeit zu gehen!
Den hier weghauen. Abschuss bestätigt. Drücke vor. Munition wird knapp. Dann musst du nachladen, mein Freund. Das tun wir auch mal. Oh, ey. Nicht getroffen. Das werden sie bereuen. Geh mir echt auf den Sack mit dem Overwatch, ey. Das ist nervig. Warglück. Da ist doch noch einer. Wie viele sind denn das? Jetzt sind wir dran. Das ist meine Stim-Granate. Das sollte helfen. Oh ja, nicht viel. Warte auf Befehle. Bin ich eigentlich in seinem Overwatch-Bereich drin? Ich hoffe nicht. Doch, bin ich natürlich. Keine Munition mehr! Oh. Gib mir Deckung! Ich lade nach! Yeah! Ziel ausgeschaltet! Verstanden. Du hast ihn zwar nicht töten können, aber wenigstens schön verletzen. Bereit machen! Etwas nähert sich! Das kommt jetzt schon wieder. Die Marder hat mich verfehlt! Legen wir einen Zahn zu. Den Gears läuft die Zeit davon. Naja. Runter. 12% Chance. Naja. Hätte mich auch gewundert. Nicht jetzt. Komm schon. Ja, weiter komme ich nicht. Aha. Gehen wir da hin. Befehle. Exekutiert den mal. Noch einer! Da ist eigentlich noch eine Kiste irgendwo? Nee, wa? Falls ja, hab ich's noch nicht entdeckt. Nee, rauszoomen? Nee. Wird bestimmt irgendwo eine Kiste sein. Muss bald nachladen! Ein Millimeter! Geht doch. Ausgelöscht! Dir geht's auch noch nicht so gut, hä? Breche auf! Jetzt kommt bestimmt nochmal eine Welle. Wer hätte es gedacht? Ach, ich muss noch zurückkehren. Kontrollpunkt erreicht. Lol. Bereit! Ja, ist auch so einer wie er. Vom Typ her. Da darf nur eins gehen. Machen für den Angriff! Ziel voraus! Locust versperren uns den Weg raus! Entfernt sie! Wir sind dran! Geh ich gleich auf Nummer sicher. Lass die erstmal kommen. Ich halte die Augen offen. Bleibe in Alarmbereitschaft.
geht klar. Oh, nicht meinen eigenen Mann abschießen. Das war nicht so cool. Überwache die Umgebung. Haben wir in der letzten Folge gesehen, was da passiert. Echt, 3 Punkte braucht er bis dahin. Ist ja frech. Hallo? Mal kurz die Kamera drehen. Bin dran. Achtung! Locust voraus! Die lernen's nie. Hey! Mach die Augen auf! Halt am Boden! Machen wir ernst! Okay. Angreifen oder doch lieber in der Verteidigung bleiben? Auf jeden Fall muss ich nachladen. Ja, dann nachladen. Na komm, ich greife an. 88. Na komm, nimm ihn. Schaltet sie weiter aus. So, dann ihn. Noch einer. Auch noch, nur noch. Wurde erledigt. Und jetzt? Ab nach Hause. Unterwegs. Höre klar und deutlich. Ziel gesichtet! Das gab ja dann auch einen Punkt, gell? Ah. Bereit machen für den Angriff! Wir sind dran! Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Mission noch schaffe. Verstanden. Denn das sah ja kurzzeitig echt nicht so prickelnd aus. Ich höre. Wir können ja nicht automatisch dahin laufen. Bereit. Marvin auf dem Vormarsch! Was? Ey, Leute! Ich finde richtig schön, dass ich so richtig schön offene Position habe. Das ist richtig uncool. Das wird klasse. Waffenexperte meldet sich. Wir haben noch Nades. Ganz vergessen. Beide habe ich. Na doch. Granate geworfen! Ja, er lebt noch! Ist nicht wahr, ey. Nehme Position ein. Lächerlich, dass er das überlebt hat. Eliminiert! Ist geil. Wie Genauigkeit ist denn 10%? Nee, das bringt mir nichts. Das geht eh nur in die Hose. Alter Ausschau. Waffenexperte auf Standby. Ach, du darfst auch nochmal. Ja, dann mach mal. So. Bin dran. Okay, sie sind dran. Vorwärts. Ich sehe sie. Erledigen wir das. Quatsch. Du gehst auf ihn. Streiftreffer. Was war's?
vielleicht besser. Aber das ist eh nur eine Aktion, ja. Ja, klar. Warte auf Befehle. Alle drei im Prinzip schon tot. Fast keine Munition mehr. Na, dann lad nach. Okay, lade nach. Ja, hau den mal weg, bitte. Wenn du triffst. Natürlich triffst du nicht. Oh, komm schon. Ja. Ja, ich mach mir das klar, ey. Geht klar. Geh doch. Eliminiert. Und du? Ah, ist zu weit weg. Ah, zu weit weg. Dann machen wir so. Eine tote Made. Nur eine tote Made, keine gute Made, ne? Achtung, da kommen sie! Zeit, ein paar Maden zu schreddern. Es gibt beide erwischt. Oh, Ende jetzt. Oder ist noch irgendwo einer? Warte mal. Super Ende. Waffenbewegung! Machen wir ernst! Hä? Wo sind hier noch Gegner? Okay. Aha. Steck jetzt mal alle da rein. Hey. Höre klar und deutlich. Okay. Gute Nachricht. Du bist gerettet. Die schlechte, du bist der Letzte von Echo 5. Und jetzt los. Vor uns liegt eine große Mission. Und noch viel Rekrutierungsarbeit. Oh, Akt 1, Kapitel 3, abgeschlossen. Ich muss schon sagen, der Schwierigkeitsgrad zieht er hier auch natürlich ein bisschen mehr ein, ne? Kommt man ganz schön ins Schwitzen. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich die Mission beim ersten Mal schaffe. Der Co-Train hat sich dir angeschlossen. Alles klar. Dein Teamgröße wurde dauerhaft auf 5 Einheiten erweitert. Ist gut. Oh Leute. Wir sind wieder im Hauptmenü. Ihr wisst, was das heißt. Die Folge ist wieder zu Ende. So wie es aussieht, wird jede Folge ein Kapitel. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Gears Tactics bei DGV. Bis dahin, haut rein.